18 Tage 2018 und was haben wir nicht schon alles erlebt? Es gibt keine coolen Affen im Dschungel, aber Affen im Bundestag. Und ja, das darf man sagen, er ist ja schließlich weiß. Kika-Doku entfacht Diskussion zur Altersbestimmung. Japp, eine Kika-Doku und nicht der gesunde Menschenverstand oder Beobachtungen, Empirie und Expertise. Und natürlich ist es ein sensibles Thema, aber ich bin mir sicher, dass man eine gute und menschenwürdige Lösung finden kann. Wir leben schließlich nicht in einem undemokratischen Drecksloch. Ja, ich hab's gesagt, Jens Riewer aber auch. Drecksloch. Heiko Maas wird Opfer seines eigenen Gesetzes. Und ja, es ist amüsant, aber was ist los, wenn man nicht mal mehr das Wort Idiot in einem Tweet aus dem Jahr 2010 sagen darf? Wir machen einen Affenzirkus aus Lappalien und am besten verbannen Sie auch dieses Wort aus Ihrem Vokabular, weil es rassistisch ist. Nicht wahr, Aubameyang? Der Typ ist 65 Millionen Euro wert und wird diesen rassistischen Ausfall gerade noch so verkraften. Und wenn Sie es noch nicht bemerkt haben, wir haben tatsächlich seit fast 4 Monaten keine ordentliche Regierung. Aber keine Sorge, bald geht es wieder bergauf. Erklärtes Ziel sei eine Neuauflage der Großen Koalition. Sondierungsgespräch. Tag haben die Bundesbürger gebankt und gewartet und konnten vor Aufregung kaum schlafen. Und jetzt haben wir endlich das. Ergebnisse der Sondierungsgespräche von CDU, CSU und SPD. 28 Seiten voller Absichtserklärungen. Auf Englisch gibt es ein Sprichwort: The road to hell is paved with good intentions. Und auch wenn ich schon ganz aus dem Häuschen bin über die Neuauflage der Großen Koalition, so stellt sich mir dennoch eine Frage: Wie kommt man von dieser Aussage? Aber diese das, was wir in diesen. Und darüber wundern sich nicht nur Medienmacher oder der gemeine Pöbel, sondern auch ihre Parteimitglieder, allen voran die Jusos. Wayne interessiert's, was Herr Schulz noch letztes Jahr gesagt hat. Abgesehen davon wird dieses Jahr sowieso alles anders. Dieses Wahlergebnis war auch ein Signal an die Politik. Sie haben auch verstanden, dass es darum geht, neue, innovative Wege zu gehen. Aufbruchsstimmung par excellence. Wo ist der Aufbruch? Erstmal ist ein Aufbruch für Europa von einer. Authentischer kommt's rüber. Also Aufbruch für Deutschland, verständnisvolle Politiker und ernsthafte Lösungen. Wir können uns also zurücklehnen und das Jahr 2018 einfach geschehen lassen. Nein, natürlich nicht. Wir von der Fehlende Part werden weiterhin einen etwas anderen Blick auf das Zeitgeschehen werfen. Und wir freuen uns sehr, dass Sie bzw. ihr uns die ganzen Jahre über treu geblieben seid. Natürlich heißen wir auch alle neuen Zuschauer herzlich willkommen. Wir freuen uns über jeden Klick. Übrigens haben wir jetzt auch eine E-Mail-Adresse. Im Zuge der Digitalisierung mussten auch wir neue Wege gehen. Also Vorschläge, Kritik und Lob an dfp@rt-tv.de. Je kürzer die Nachricht, desto besser. Also auf ein neues.